1 Live. Domian. Das 1 Live Top Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein Thema und das Thema heißt Verrat. Ich möchte gerne mit euch sprechen, wenn ihr schon einmal Opfer von Verrat wart, wenn euch jemand verraten hat, in welcher Hinsicht auch immer, oder wenn ihr einen Menschen verraten habt und mir darüber erzählen wollt. Telefonnummer, wie immer, 0800 220 5050 oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Ich bin sehr gespannt auf die Anrufe heute Nacht. Und der erste, mit dem ich sprechen werde, ist, frage ich meine Regie, die Susanne. Hallo Susanne, 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Susanne. Thema Verrat. Ja. Es geht darum, ich wurde in meiner Kindheit sexuell missbraucht. Ja. Und ich habe mich meinem Klassenlehrer damals anvertraut gehabt. Wie alt warst du da? Da war ich 17. Mhm. Und mein Klassenlehrer meinte zu mir, nachdem ich ihm alles erzählt hatte, so Susanne, es ist ja schön, dass Sie mir jetzt alles erzählt haben, aber ich muss Ihnen leider sagen, ich muss Ihre Eltern davon informieren, Sie sind noch nicht 18. Mhm. Und ich hatte ihm auch vor dem Gespräch gesagt gehabt, das, was ich ihm sage, soll er nicht weiter sagen. Ja, das war für dich eine Vertrauensperson? Ja, das war für mich in dem Moment eine Vertrauensperson. Ja. Und wenn man über so etwas spricht, das ist ja schon etwas sehr Intimes und etwas sehr Persönliches, geht man erstmal davon aus, dass die Person das dann auch so schützt, was man gesagt hat, wie man es vorher gewünscht hat, ne? Genau. Mhm. Und ich habe ihm dann auch gesagt, dass ich sehr enttäuscht davon bin. Ja. Er hat natürlich am gleichen Abend meine Eltern angerufen. Die sind natürlich aus allen Wolken gefallen. Ja. Weil die von nichts wussten. Und ja, und dann ging der Teufelskreis los. Dann hat mein Vater gesagt, los, erzähl jetzt, was war. Ja. Und da ich damals unter Druck gesetzt wurde, habe ich gesagt, nee, also ich erzähle euch gar nichts. Mhm. Weil wenn ihr mich unter Druck setzt, warum soll ich euch dann was erzählen? Ja. Ich habe dann die in Anführungszeichen harmlosen Sachen erzählt. Also meine Eltern wissen bis heute noch nicht alles. Um wen geht es eigentlich? Wer war der Täter? Um meinen Onkel. Um den Onkel. Mhm. Mhm. Einen ganz nahen Verwandten der Familie. Genau. Ein ganz naher Onkel. Mhm. Der Schwager von meinem Vater. Also der Bruder von deiner Mutter. Nee. Nee. Also, der nee, ist auch egal. Ja, so genau muss man sich erklären. Also ganz nahe Verwandte. Genau. Wie lange hat der Onkel das gemacht? Wie viele Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre lang. Mhm. 4 Jahre. So, und dann hat der Lehrer dich insofern verraten, weil du das erstmal ihm erzählen wolltest. Genau. Um erstmal seine Meinung zu hören. Mhm. Wie ich meinen Eltern auch beibringen soll, ob er vielleicht da irgendwie einen Rat hat, aber... Das heißt, du hattest ja dann zu diesem Mann wirklich großes Vertrauen, ne? Hatte ich auch, weil es war mein Klassenlehrer damals auch. Und das hast du gedacht, das ist so ein guter Typ, dem kann ich mich anvertrauen und dem sogar das erzählen. Genau. Jetzt hat er zu Hause angerufen, dann kam eine Lawine ins Rollen, wie du es gerade schon gesagt hast. Mhm. Du hast es runtergespielt dann, du hast nicht wirklich die Wahrheit dann gesagt, deinen Eltern? Also meine Eltern wissen bis heute noch nicht die ganze Wahrheit, weil mein Vater gesagt hat, ja, das Mädel hat ja genug Vergewaltigungsbücher gelesen, hat sie sich alles aus den Büchern rausgesogen. Ach, das hat dein eigener Vater gesagt? Mein eigener Vater. Und deine Mutter, was hat die gesagt? Meine Mutter weiß nicht, wem sie glauben soll. Sie glaubt zum Teil ihm, zum Teil mir. Also sie weiß es halt nicht. Also hat der Vater dir nur ein bisschen geglaubt oder gar nicht? Gar nicht, absolut gar nicht. Mein Vater hat gesagt, also er glaubt mir nicht, er glaubt eher seinem Schwager als mir. Das heißt, es ist nichts daraus gefolgt, es gab keine Anzeige, keinen Prozess, gar nichts. Mhm. Das wurde einfach als erledigt abgetan und das war's dann. Ja, hat der Klassenlehrer das dann auch weiter verfolgt und mitbekommen, wie das... Mhm. Gar nicht. Der hat dann gar nicht gefragt, wie ist es denn und wie... Mhm. Ich habe neulich auch angesprochen, ungefähr vor einer Woche. Der wusste gar nicht mehr, worum es geht. Also das ist aber dann eine schlimme Enttäuschung.
Also der... Ich meine, es ist schon jetzt ein paar Jahre her, aber das müsste er eigentlich wissen, wenn ein Mädchen sich ihm anvertraut und so etwas erzählt. Und das war, wusste der nicht mehr? Nee, oder er wollte es nicht wissen. Also, um sich da rauszuhalten vielleicht. Ja, weil ich jetzt nämlich mittlerweile auch erwäge, ihn anzuzeigen. Wen jetzt? Mein Onkel, Mädchenlehrer. Ja, ja. Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage auch gewesen. Ich meine, du bist ja mittlerweile 22 Jahre. Warum hast du das dann so mit dir machen lassen, dass der Vater sagt, du lügst quasi? Warum bist du selbst noch nicht initiativ geworden? Ja, weil ich erstmal warten wollte, bis ich von zu Hause ausgezogen bin, weil ja. Von meinen Eltern hätte ich gar keine Unterstützung bekommen. Das wusste ich von vornherein. Ich glaube, dass das auch seelisch sehr schlimm ist. Und wenn man schon so etwas hat ertragen müssen über so viele Jahre... Und dann sagen die eigenen Eltern oder der eigene Vater, du spinnst und du lügst. Damit muss man ja auch erstmal umgehen können und auch die Kraft dafür haben, ne? Ja. Wie lange bist du jetzt von zu Hause ausgezogen? Ungefähr 3 Monate. Ach so, ganz frisch. Ja. Und ich habe auch mit seiner Frau neulich telefoniert, also mit der Frau von meinem Onkel. Ja. Und sie hat gesagt, also ja, wenn ich eher zu ihr gekommen wäre, hätte man mit ihm reden können. Aber nach so vielen Jahren ist es nicht mehr nachvollziehbar. Naja, so viele Jahre finde ich, sind das in Ordnung nicht her. Das ging ja bis zu deinem 17. Lebensjahr, ne? Ja. Das heißt, also dieser Vorwurf ist schon bis zu deinem Onkel hingesickert. Der weiß, dass du das vorwirfst. Ja, das weiß er, aber er streitet alles vehement ab. Gab es denn mal ein Gespräch in den letzten Jahren zwischen dir und ihm oder eine Begegnung? Nee, eher so ein Gespräch, wo wir uns ausgesprochen haben, wo ich gesagt habe, also gib's doch wenigstens mal zu. Absolut gar nicht. Meine Eltern haben es alles abgewickelt und meine Eltern haben mit ihm geredet und... Das Gespräch hat nichts gebracht und das war es dann auch. Wie ist denn dein Verhältnis sonst immer zu deinen Eltern gewesen? Also nach und nach immer schwieriger, weil ich halt auch eigenständig werden wollte. Meine Eltern mir auch Steine in den Weg gelegt haben. Also gesagt haben, solange du zu Hause wohnst, machst du das, das und das. Das darfst du nicht. Ja. Also das Verhältnis schon nicht so ganz toll. Als deine Eltern das erfahren haben, da war das auch schon nicht mehr so ganz rosig, das Verhältnis. Also, es war nicht rosig, weil sonst hätte ich es meinen Eltern ja erzählt. Von dir aus erzählt, genau, ja. Ich stelle mir das wirklich sehr schmerzhaft vor, wenn die eigenen Eltern dann nicht auf der Seite des Kindes stehen. Das ist auch schmerzhaft, aber meine Anwältin, die ich jetzt eingeschaltet habe, die meinte auch, das ist normal, dass die Eltern einem nicht glauben. Leider. Naja, normal ist es nicht. Aber es kommt offensichtlich hin und wieder oder vielleicht auch zu oft vor. Du sagst, es hat 4 Jahre gedauert. Wie oft hat er das damals gemacht? Im Monat zum Beispiel? Also ungefähr, Pi mal Daumen, würde ich mal sagen, 4-mal ungefähr. In der ganzen Zeit oder im Monat? Also im Monat. Im Monat 4-mal? Ungefähr. Waren es regelrechte Vergewaltigungen? Nee, Vergewaltigung zum Glück nicht, aber halt sexueller Missbrauch. Das heißt, er hat dich zu Handlungen gezwungen, die du tun solltest, an ihm beispielsweise? Nee, an ihm gar nicht. Er hat halt mich zu küssen gezwungen. Und auch andere Sachen mit mir gemacht. Ja, aber es ging dann auch schon in den geschlechtlichen Bereich hinein, in die Geschlechtsteile. Ja, also da hat er mich halt da auch gestreichelt, aber dass ich ihn irgendwie streicheln sollte oder so gar nicht, zum Glück. Susanne, du sagst, du hast eine Anwältin. Hast du denn nach diesen Vorfällen, sowohl nach diesem Missbrauch als auch jetzt nach diesen schlimmen Erfahrungen zu Hause, hast du seelischen und psychologischen Beistand gehabt? Nein. Nein. Ich suche immer noch händeringend nach einer Psychologin. Ich habe auch schon bei einigen angerufen, aber da ist die Wartezeit sehr, sehr, sehr lang. Das ist wirklich oftmals der Fall, dass die sehr lang ist. Aber es gibt natürlich immer wieder für auch akute Fälle oder akute Nöte, gibt es auch Ausnahmefälle, wo man dann gezielt sich hinwenden kann. Wir werden mal versuchen, dir ein bisschen zu helfen. Das wäre super. Ja, das heißt, du legst auf und meine Psychologin, die Elke, ruft dich jetzt an. Okay. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und danke, alles Liebe. Damian. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
So, meine Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Verrat. Wenn ihr Opfer von Verrat wart, so wie Susanne es gerade erzählt hat, oder ihr selbst Verräter schon mal wart in eurem Leben und vielleicht auch deshalb ein sehr großes und schlimmes, großes, schlechtes Gewissen habt und mit mir drüber sprechen wollt, dann ruft an. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt unter domian@wdr.de. Melanie, 22 Jahre alt. Hallo Melanie. Hallo. Ja, guten Morgen Melanie. Ja, guten Morgen Domian. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Danke. Du hast dich zum Thema Verrat auch bei mir gemeldet. Ja, genau. Es geht darum, dass ich meinen Ex-Freund verraten habe. Er war auf Bewährung und auf Flucht. Als wir zusammenkamen, war er auf Flucht und ich wusste da erst nichts von. So, also er war schon verurteilt, aber er ist halt abgehauen, ne? Und, ausgebrochen? Nee, nicht ausgebrochen. Er ist verurteilt worden, aber die haben ihn nicht sofort in den Knast gesteckt, sondern er hatte irgendwie noch Zeit, seine Sachen zu machen und was weiß ich, ne? Mhm. Und er hat aber seine Sachen gepackt und ist in ein anderes Land gereist, was hier direkt nebenan ist. Mhm. Und auf jeden Fall hat er dort gewohnt und ist illegal dann halt in diese Stadt gefahren und war dann halt auch jedes Wochenende bei mir. Er hat dort auch gearbeitet. Also illegal in die Stadt gefahren, in der du lebst? Aus dem anderen Land? Aus dem anderen Land, weil nämlich von dem anderen Land auch Leute hierher gefahren sind, die hier gewohnt haben und dort gearbeitet haben und so. Verstehe. Zu was war er verurteilt und weswegen war er verurteilt? Er war verurteilt wegen Drogen, wegen schwerer Körperverletzung und Diebstahl und was weiß ich. Mhm. Und auf jeden Fall, keine Ahnung, soweit ich weiß, war das hauptsächlich wegen Drogen. Ja, und zu was? Und im Gefängnis, ne? Ja, wie lange? Wie lange, weiß ich das nicht. Weißt du. Also, wie lange er damals verurteilt war, das weiß ich nicht. Mhm. Aber es kann sein, dass vielleicht nicht so lange, aber weil ich ihn halt verraten habe und weil das dann rauskam mit der Flucht und alles, dass er deswegen länger musste. Ja, was hast du dann genau gemacht? Ich habe die Polizei angerufen und habe denen gesagt, wo er zu finden ist. Mhm. Und aber anonym auf jeden Fall. Und er weiß, dass jemand ihn verraten hat, aber er weiß nicht, wer. Langsam. Zu der Zeit wart ihr zusammen? Also wir waren zusammen und irgendwann kam ich dann halt drauf, wieso gehen wir nicht weg und wieso sind wir meistens immer zu Hause und warum will er nicht, warum hat er keine Lust und so. Mhm. Ja, stimmt was nicht. Ja, und bis ich dann rausgekriegt habe, bis er mir dann irgendwann anvertraut hat, so dass er auf Flucht ist. Und okay, das habe ich schon verstanden. Also während dieser Zeit wart ihr ein Paar. Ja. Ja, dann so, Moment, lass mich fragen, sonst verstehe ich nicht. Okay. Und dann hast du dir das eine Weile angeschaut? Und hast es mitbekommen, was da vorgefallen war, dass er abgehauen war, dass er in einem Nachbarland war und immer wieder zu euch in die Stadt kam. Und dann hast du ihn anonym verraten. Warum hast du das getan? Ich habe das erst getan, als wir auseinander waren. Ach so, ihr habt euch dann getrennt? Wir haben uns dann getrennt, ja. Und dann. Warum habt ihr euch getrennt? Wir haben uns getrennt, weil er mich betrogen hat. Ah, weil wir fremdgingen. Also war das so eine Racheaktion? Von mir aus, ja, auf jeden Fall. Also, das war überhaupt nicht so, dass ich dachte, es ist vielleicht besser für ihn oder sonst was, sondern es war halt sehr egoistisch. Ich wollte ihn einfach nur nicht mehr sehen. Du hast ja noch mehr als nur nicht sehen. Du wolltest ihm richtig einen auswischen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also da war jetzt nicht so der rechtsstaatliche Gedanke hinter hier, da ist jemand auf der Flucht. Ich bin als Bürgerin dazu verpflichtet. Das nicht. Das war ein ganz persönliches Motiv. Du wolltest Rache ausüben, weil er dir fremdgegangen war. Ja. Und dann haben sie ihn gefasst. Ja. Was ist dann aus ihm geworden? Er ist für 11 oder 12 Monate, genau kann ich es nicht sagen, 11, 12 Monate auf jeden Fall, haben sie ihn dann weggesperrt und er hat dort auch so mal Brief geschrieben und hat mir geschrieben, so dass er mich vermisst und dass er mich liebt und alles. Also er ahnt überhaupt nicht, dass du das warst? Nein, er weiß es. Bis heute nicht? Nee, bis heute. Ist er inzwischen wieder raus? Inzwischen ist er wieder raus. Und hast du ihn schon getroffen? Ich habe ihn auch getroffen, ja. Und ich habe ihm nichts gesagt. Wir haben uns nur getroffen, haben über Sachen geredet, um das alles zu klären. Aber ich habe es ihm überhaupt nicht gesagt. Mhm. Ich habe manchmal natürlich noch ein schlechtes Gewissen irgendwie. Mhm. Aber er hat mich total verarscht. Also richtig. Ja. Ich verstehe. Aber so im Nachhinein könntest du ja auch sagen, ich habe irgendwie ein schlechtes Gewissen. Aber andererseits war das auch moralisch in Ordnung, was ich da gemacht habe. Nicht weil ich Rache ausüben wollte, sondern weil der Kerl einfach nun mal hinter Gitter gehört, nach dem, was er angerichtet hat. Denkst du so auch heute ein bisschen?
Ja, irgendwie schon. Und was mich dann auch ein bisschen, wo ich dann denke, hätte ich ihn vielleicht doch ein bisschen noch gelassen oder so, weil er hat ja auch drunter gelitten, dass er halt auf Flucht war, dass er halt nicht alles machen konnte, was er wollte. Und dass er nicht das machen konnte, was er wollte. Er konnte nicht immer feiern gehen und ja, so. Ja, sicher, alles, klar. Ne? Ja. Und ich meine, als er dann weg war, so war es gut, weil da wusste ich, das tut ihm jetzt auch weh. Mhm. Aber jetzt ist er wieder da und jetzt ist er wieder frei und jetzt ist er, aber egal, ich versuche da überhaupt nicht drüber nachzudenken. Bist du denn immer noch ein bisschen in ihn verknallt? Ja, auf jeden Fall. Nicht in ihn verknallt, so, er ist halt, wenn ich halt einen anderen treffe, so, keiner reicht ihm das Wasser, der ist ganz, wenn du es jetzt im Nachhinein nochmal so betrachtest, würdest du sowas nochmal machen? Ich würde es nochmal machen. Mhm. Auf jeden Fall. Er das rausbekäme, dass du dahinter steckst, was wäre dann? Was würde der tun? Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. So, das weiß ich wirklich nicht. Ja. Das kann ich überhaupt nicht. Ihr habt ja mit Sicherheit darüber gesprochen, dass ihn jemand verpfiffen hat. Was mutmaßt er denn? Was denkt er, wer das war? Er denkt gar nichts, es könnte jeder. Er hat viele Leute, die ihn nicht mögen und es hätte wirklich jeder sein können. Also jeder so in dieser Stadt, die ihn so wirklich kennt. Verstehe. Ne? So, und ich meine, da sind viele, so untergrundmäßig, die ihn viele, viele kennen. Verstehe. Melanie, danke für deinen Anrufen. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, prominenter Besuch am Samstag bei mir. Prominenter Besuch von einer sehr, sehr schönen Frau, von Yasmina Filali. Das ist der Star aus der Serie, aus der ehemaligen Sat.1-Serie Die Rote Meile und ist die aktuelle Lebenspartnerin von Thomas Helmer und die ehemalige Lebenspartnerin von Fred Kogel. Yasmina Filali wird am Samstag mein prominenter Gast sein um 23.45 Uhr hier im WDR Fernsehen und ihr könnt wieder mitmachen, ihr könnt anrufen, ihr könnt euch mit der Yasmina unterhalten und sie über alles fragen, über Thomas Helmer, über ihre Liebe, über ihre Schauspielerei, über ihre Fotos im Playboy, über ihre Serien, was auch immer. Wenn ihr mitmachen wollt, dann könnt ihr heute schon mailen und euch anmelden unter domian@wdr.de und wir werden euch dann gegebenenfalls zurückrufen. Schreibt bitte unbedingt eure Telefonnummer auf die Mail drauf. Also Samstag 23.45 Uhr WDR Fernsehen zu Gast bei mir, Yasmina Filali und ihr könnt anrufen und mitmachen und die Yasmina fragen, was ihr gerne fragen wollt. So, Verena ist da und Verena ist 21 Jahre alt. Hallo Verena. Ja, hallo Domian. Ja, hast du jemanden verraten? Nein, es geht darum, wenn ich Pech habe, dann werde ich verraten. Oh, wenn du Pech hast, wirst du verraten. Richtig. Wie spannend. Was steckt dahinter? Das ist so, ich habe jetzt seit über einem Jahr einen besten Freund gehabt. Der wurde jetzt zu meinem richtigen Freund. Also aus Freundschaft wurde Liebe? Fast. Also ich arbeite dran. Also, du arbeitest dran. Er will gar nicht, oder was? Doch schon. Also wir sind jetzt eigentlich schon seit 3 Monaten, wie jetzt schon gesagt, zusammen. Also. Und er liebt mich wirklich über alles. Das ist wirklich auch der liebste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Deswegen bin ich auch bin ich so mit ihm zusammengekommen. Mhm. Aber es geht jetzt darum, ich kann keine sexuelle Lust zu diesem Menschen aufbauen. Es geht nicht. Ich kann es einfach nicht. Also wenn wir knutschen oder so, dann stimmt irgendwie die gewisse Chemie nicht. Mhm. Und funktionieren denn Zärtlichkeiten? Kuscheln und so, alles super. Also da fühle ich mich auch total wohl. Aber wenn es wirklich in die Sexualität reingeht, also da ist keine Leidenschaft, da kommt kein Blut in Wallung bei dir? Nein. Gar nichts? Nein, also wenn ich ihn auch angucke, dann ist er nicht so, ich weiß nicht, ob du vielleicht kennst, da guckt man an und sagt so, wow, hallo, ne? Ja. Also das ist irgendwie gar nichts. Und da hatte ich dann heute auch mit meiner besten Freundin darüber gesprochen und ich habe ja wirklich klipp und klar gesagt, also ich glaube, ich werde fremdgehen, ne? Mhm. Also dann fing sie nur an, ich werde dich verraten, weil es ist auch ihr bester Freund und das kann so nicht weitergehen. Ja. Aber ich habe irgendwie auch total Angst, jetzt, man sagt ja, mach lieber vorher Schluss, mit dem Schluss zu machen, weil wie gesagt, es ist eigentlich ja noch mein bester Freund. Ja. Und ihr habt aber schon ein paar Mal miteinander geschlafen.
Nein. Ach, doch, überhaupt gar nicht. Ach so, ich dachte, es wäre das Grauen oder das absolut tote Hose bei dir und du hättest es über dich ergehen lassen. Nein, es ist noch gar nichts passiert. Es ist wirklich nur kurz zum Pettchen gekommen. Und da habe ich gemerkt, das geht nicht. Also der liegt da wirklich steif und ich habe auch schon ziemlich lange und auch ausgiebig mit ihm darüber gesprochen und diskutiert, auch ganz behutsam. Ja. Und bei ihm kommt nur rüber, ich bin die erste Frau, die über alles liebt. Mhm. Und Das heißt, er begehrt dich sehr? Sehr, wirklich sehr. Mhm. Also auch viele aus seinem Freundeskreis sagen auch, die haben den Jungen noch nie so erlebt. Aber er wittert das oder er weiß das ja jetzt auch, dass das bei dir eher gestört ist, ne? Ja, weil ich rede sehr offen mit ihm. Also du hast es ganz offen gesagt. Ganz offen. Du machst mich nicht an. Ja, also so nicht. Also das ist schon zu verletzend. Also ich habe schon gesagt, Junge, was ist mit dir los? Macht es dir keinen Spaß? Weil er lag da wirklich wie ein Brett, ne? Also wirklich steif. Und er sagt so, nein, so bin ich immer. Und dann dachte ich mir wirklich im Hinterkopf, oh Gott, was habe ich denn hier liegen? Liegt es daran, dass er nicht aktiv genug ist? Oder liegt es einfach daran, dass er einfach nicht dein Beuteschema ist? Beides. Ich würde beides nehmen. Also wenn er jetzt, nimm mal an, er ist eher wohl passiv, wie du ihm mir schilderst, wenn er jetzt so ein richtiger Reißer wäre und dich rannehme, ging es dann eher? Ich glaube doch, dann könnte ich vielleicht noch ein Auge noch zudrücken, aber ein dickes Auge. Aber der Hammer wäre es dann auch nicht? Nein, weil... Er ist einfach nicht dein Typ. Ja, sagen wir so vom Inneren her, wirklich. Vom Körper her, okay, hat ein paar Polsterchen, aber trotzdem, ne, das ist mein Schätzchen. Aber das Küssen, also... Warum hast du dich denn überhaupt jetzt darauf eingelassen? Geht er denn davon aus, dass ihr jetzt ein Paar seid? Ist das jetzt so besprochen, wir sind zusammen oder wie? Also es ist so, also er denkt jetzt so, wir sind ein Paar. Ich lasse es doch alles ziemlich ein bisschen offen. Warum denkt er, ihr seid ein Paar? Weil wir waren schon mal zusammen, ganz am Anfang, da waren wir noch gar keine Freunde. Ja. Und da habe ich das sofort beendet, weil ich konnte den Mann nicht küssen. Ja. Und dann blieb er trotzdem bei mir und wie gesagt, ich wurde schon öfters verarscht, das ist alte Geschichte. Mhm. Aber dieser Mann hat mir wirklich gezeigt, was wirkliche Liebe ist, dass man aufeinander hört, dass man miteinander geht, ne, geben und nehmen. Aber dann dachte ich, oh, das klappt bestimmt, alle waren sich am Freuen, Party pur und ja, und dann kam die Nacht im Bett. Und die war katastrophal, ne, also jetzt... Ach so. Also ich habe schon mehrere Anläufe gemacht. Ne? Aber seit dieser Nacht, seit dieser Nacht im Bett, glaubt er, dass ihr ein Paar seid, oder wie? Also er weiß, dass es noch nicht richtig als Beziehung ansehe. Mhm. Aber das ganze Jahr sind wir eigentlich als Paar durchgegangen, nur ohne Sexualität. Und dann kam es, komm, lass uns doch versuchen, wir werden doch bestimmt ein Paar. Und ja, dann kam der große GAU. Also, das hört sich, wie du es beschreibst, hört sich das wirklich an wie eine klassische Freundschaftsliebe. Ja. Ne? Man ist ganz miteinander vertraut und es ist alles ganz, ganz perfekt letztendlich. Nur man hat körperlich kein Interesse. Zumindest du hast kein Interesse an ihm. Ja, er total. Ja, das macht das Ganze ja nur sehr kompliziert. So, jetzt frage ich mich natürlich, warum hast du dich jetzt auch so da so reinziehen lassen? Warum hast du nicht immer wieder klar gesagt, du bist mein bester Freund, Punkt aus, mehr nicht? Das habe ich ja auch so gut wie fast ein ganzes Jahr durchgehalten. Ja, aber in der letzten Zeit eben nicht. Ja. Und du sagst es ihm ja nicht. Ich finde, das ist natürlich ein bisschen verletzend, aber irgendwie lieber verletzt werden, als hingehalten werden. Wenn du ihm sagst, du machst mich einfach körperlich nicht an, es tut mir leid. Ich liebe deine Seele und dein Herz und deinen Charakter, aber körperlich ist das für mich tote Hose. Ja, aber ich habe Angst, dass ich mich dadurch noch mehr verletzt. Mein kleiner Aspekt dabei, der hat eine ganz kleine Zunge gehabt, ziemlich weit zurück und hat er sich eine Zunge verwalten lassen, damit er sozusagen... Was? Er hat eine kleine Zunge? Ja, am Zungenbändchen, das war alles total zugewachsen, das musste er sich dann operieren lassen, damit die Zunge rauskam. So, das Nummer eins, hatte schon mal komplexe Hochzehen. Nummer zwei, der Junge hat einen Knick in seinem Penis. Man sagt doch, das ist so ein Schnorchelpenis, sagt man auch dazu. Der hat Komplexe und ich habe dann wirklich... aber du hilfst ihm doch nicht, wenn du ihn jetzt in so eine Illusion hineinziehst, halbherzig, dann sogar noch fremd gehst... Und er kriegt das irgendwann mit und dann kriegt das letztendlich doppelt und dreifach ab. Es wäre doch viel, viel, viel besser, wenn auch hart jetzt am Anfang für ihn, wenn du klar die Fronten klärst und du sagst, so und so ist es. Lass uns wirklich immer zusammenbleiben. Wir sind wirklich das Team fürs Leben. Ja. Aber wir sind kein Paar.
Das musst du jetzt machen. Ja. Vor allen Dingen, wo du schon, du hast ja auch nun schon rumgequasselt, ne? Und hast es deiner Freundin erzählt. Ja. Und die Gefahr, das Gespräch fing ja damit an, ich habe Angst, verraten zu werden. Mhm. Ich finde, bevor du fremd gehst, musst du, und dann passt das Wort Fremdgehen ja gar nicht mehr. Du musst vorher klären, was du mit ihm willst und ihm das auch klar sagen. Und dann kannst du machen, was du willst. Dann kannst du mit jedem schlafen, der dir über die Straße läuft. Richtig, ich habe es ihn auch schon so angedeutet, nur er sagte, wenn ich ihm jetzt nochmal einen Korb gebe, wenn ich ihn jetzt nochmal wegschicke von mir, das heißt so dieses Intime, dann ist er weg, dann ist er gar nicht mehr da. Und ja, aber das ist doch eine Erpressung. Gut, dann ist er erstmal weg. Dann ist es aber auch so, wie es ist. Aber dann regen sich meine ganzen Freunde auf, dann bin ich wieder der Buhmann. Warum habe ich ihn gehen lassen? Ich bin ja so schlecht. Ja, aber du bist noch viel schlechter. Ja, aber du bist noch viel schlechter. Du hast es doch nun genug ausprobiert. Du bist doch noch viel schlechter, wenn da rauskommt, hier, sie geht fremd und sie führt ihn an der Nase herum. Ich habe aber Angst. Ich habe wirklich Angst. Nein, Verena, es ist natürlich klar, dass es kann natürlich auch sein, dass diese Freundschaft erstmal kaputt geht. Wenn er sagt, ich kann das nicht, ich kann mit dir nicht nur Freund sein, dann musst du stark genug sein und groß genug sein und musst sagen, okay, dann lass uns erstmal eine Pause machen, bis wir uns so gefunden haben, du dich auch gefunden hast. Aber das ist kein gutes Verhalten im Moment, was du da machst. Du taktierst und lavierst da rum. Ja, und bist unglücklich dabei. Ja, ne? Und du bist dabei ja auch unglücklich. Mhm. Und hast ja wahrscheinlich ganz andere sexuelle Bedürfnisse. Sehnsüchte. Ja. So. In Gedanken bist du sexuell nicht bei deinem Freund. Sondern bei anderen Männern. Ich versuche. Ja, aber du bist es ja nicht, wie du es mir gerade geschildert hast. Nein. Ich finde, du solltest zurückgehen in den Status der Freundschaft, ihm das klar sagen. Und so, dann bist du automatisch frei, was deine sexuellen Aktionen anbelangt. Ja. So, und wenn er erstmal sagt, ich kann, er halt das nicht aus, dann musst du es akzeptieren. Schwer, sehr schwer. Aber so ist es, anders geht's nicht. Es geht nicht, es geht definitiv nicht anders, Verena. Oh Mann. Alles Gute. Okay, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt zum Thema Verrat, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Yvonne ist 24 Jahre alt und jetzt Hallo, Domian. Bei mir. Hallo Yvonne. Also, es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe also einen Freundesbekanntenkreis, zwei Leute und die sind seit 8 Jahren zusammen. Also ein Paar. Genau. Ja. So, und die eigentlich, ich weiß, dass der Mann die Frau regelrecht betrügt, aber er hält sie so dermaßen unter Druck, dass meine Freundin daran kaputt geht und ich weiß nicht mehr, was ich dagegen tun soll. Bist du denn gleichermaßen mit beiden befreundet? Oder genau, bin beiden. Mit beiden, oder würdest du sagen, ich eher doch mit der Frau? Ja, eher schon mit der Frau, aber der Mann ist also auch nicht, wo ich sagen kann, so mit dem habe ich jetzt also was weniger Verhältnis oder so. Ja. Triffst du dich auch so einzeln mit denen oder immer als Paar? Nee, immer als Paar. Weil ich habe nicht die Möglichkeit, einzeln eine zu treffen, weil der Mann halt eifersüchtig ist, ohne Ende. Wie auch auf dich? Er wäre eifersüchtig auf dich? Ja, der ist auf alles eifersüchtig. Ach. Nein, aber weil die Frau darf sich mit keinem anderen Mann treffen. Oder überhaupt generell. Die darf noch nicht mal alleine einkaufen gehen. Na oder super, was sind denn das für Kind in die Schule bringen oder so. Ach, die haben ein Kind auch? Ja, die haben zwei Kinder. Und der hält sie wirklich so als... Ja. als seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren. Und du weißt, dass er fremd geht? Ich weiß, dass er fremd ist. Ohne Ende? Ohne Ende. Woher weißt du das? Ja, ich weiß es von einer Bekannten, also die haben einen Bekanntenkreis gehabt, wo ich weiß, dass er also mit einer Freundin damals, die sie zusammen hatten, fremdgegangen ist. Und die Nachbarin ist also nicht ganz abgeneigt. Und ich habe es Karneval gemerkt bei uns hier. Ich komme aus Leverkusen, das ist also jetzt hier so Kölner Raum, Karneval. Weil sich das nicht abgeneigt ist und er hat es bei mir selber schon versucht, mich so ein bisschen anzubaggern hin und her. Und also man merkt, es ist so ein Lebemann. Ja. Halt, ne? So. Und aber die Frau, die hält ja also total kurz, die darf also nicht einkaufen gehen mit mir, die darf nicht mal zum Kaffee trinken kommen zu mir. Ich wollte sagen, ihr beiden Mädels könnt nicht mal schön bummeln gehen oder so einkaufen. Gar nichts. Gar nichts. Und sie hat jetzt seit einem halben Jahr, ist sie jetzt so halbe Tage am Arbeiten, jetzt steht ja jetzt die Weihnachtsfeier an und sie darf noch nicht mehr auf eine Weihnachtsfeier gehen, weil da könnte ja irgendein Wort fallen oder sonst irgendwas. Was ist denn das für ein Typ? Ja.
Provoziert dich das denn nicht auch unglaublich? Ja, natürlich. Ne? Du wirkst sehr selbstbewusste Frau. Das muss dich doch ankotzen, sowas, oder? Ja, natürlich kotzt mich das an. Ja. Wie lange kennst du die beiden schon? Die ganze Zeit? Seit 2 Jahren. Seit 2 Jahren. Mhm. Seit 2 Jahren, also ziemlich intensiv. Und ich kriege das von ihr immer mit, wenn sie mich morgens anruft. Er war also früher Bäcker gewesen. Das heißt, er war ja von 3 bis morgens um 10 am Arbeiten. Ja. Hat sie die Zeit gehabt, mich anzurufen, um frei zu telefonieren. Ja. Und es ging mittlerweile schon so weit, der hat die Handys kontrolliert. Unglaublich. Ja, wirklich. Unglaublich. Der hat so einen so D2-Caller gehabt und wo er abtelefoniert hat, er sich den Betrag aufgeschrieben, was weiß ich jetzt hier, 29 Euro hast du offen und dann hat er am nächsten Tag das Handy von dir abgehört, so hey, 27 Euro, 2 Euro fehlen, mit wem hast du denn telefoniert oder so. Warum macht die Frau das denn mit? Ich weiß es nicht. Hast du sie nicht gefragt? Ich habe sie gefragt, ich habe sie 100-mal gefragt. Mittlerweile ist es soweit, die ist von Hosengröße 40 auf 34 runtergehungert. Mhm. Sie hat Tinnitus, sie hat 2 Kinder und der Arzt hat ihr schon dringend gesagt, sie müsste normalerweise auch in Kur gehen, weil die so ein Hibbelchen ist. Also du stehst jetzt vor dem großen Problem, soll ich Verrat ausüben? Genau. Soll ich ihm quasi bei ihr verraten? Genau, weil ich weiß, ich meine, beide lieben sich und ich mag sie beide unheimlich gerne, nur ich weiß erst, treibt ein falsches Spiel, weil er hält sich total unter Druck, finde ich. Ne? Sie darf überhaupt nichts machen. Wenn ich was sage, habe ich auch wieder Angst, mich das wissen zu stellen und ich bin hinterher der Blöde, der jetzt wieder irgendwas gesagt hat. Mhm. Das Verhältnis, wenn ihr beiden denn mal alleine telefonieren könnt miteinander, ist das schon ein gutes, inniges Verhältnis zwischen dir und der Frau? Fall. Schon. Ja. Du schätzt die Frau sehr und sie dich auch? Auf jeden Fall. Ja. Hast du, in welchem Zusammenhang hast du die beiden denn kennengelernt? Ich habe die kennengelernt durch meinen Freund, durch Training vom Fitness her. Mhm. Wir haben also Fitness im Keller unten gemacht und dann hatten die mal durch Bekannte von uns gesagt, ja, wir suchen noch jemanden jetzt hier, die Sport mit uns machen, hin und her. Und so haben wir die halt kennengelernt. Mhm. Und ihr trefft euch oft? Also ich bin also jede Woche 2-3 Mal bin ich da. Ah ja. Wie ist er denn so dir gegenüber? Eigentlich auch ganz freundlich und nett? Ja, also der ist freundlich und er möchte auch gerne mehr. Aber es ist nicht nur bei mir so. Also ich habe mittlerweile mitgekriegt, bei jeder Frau, die, sag ich mal, bei 3 nicht auf den Bäumen ist, da ist er also auf jeden Fall hinterher. Ja. Es ist so. Aber er weiß, er sieht gut aus, er sieht nun mal gut aus, okay, das, ich meine, das ist nun mal immer relativ, das weiß er aber auch, oder Karneval oder sonst irgendwas, also kein Rock ist jetzt eher ihm... Also wie du ihn schilderst du ihn ausgesprochen für mich unsympathisch. Extrem unsympathisch, da gibt es auch gar kein Handeln. Und ich finde, dass man fast schon gar nicht mehr von dem Wort Verrat sprechen kann in diesem Fall, sondern fast schon von der Pflicht, dieses der Frau zu sagen, um der Frau vielleicht endgültig mal die Augen zu öffnen, denn sie scheint ja sich freiwillig sowieso schon sehr untergeordnet zu haben und vieles mitzumachen. Vielleicht wird sie dann wach, wenn sie das erfährt und unternimmt die nötigen Schritte. Nur ich weiß, dass der also auch unheimlich aggressiv ist. Mhm. Ne? Und ich weiß, sie hatten also letzte Woche eine Auseinandersetzung gehabt, wo sie ihm also das gesagt hat von wegen, sie kann nicht mehr und sie will nicht mehr. Und dann hat er sich wohl die Kinder geschnappt und hat den Kindern wohl halt den Kopf zugehalten und hat gesagt, so pass mal auf, wenn jetzt hier das nicht so läuft, wie ich das gerne möchte, dann wird dir noch einiges passieren, es ist mir alles egal, ich habe nichts mehr zu verlieren, hin und her. Mhm. Und dann rief sie mich direkt an zu mir von wegen, oh, Yvonne, hin und her, tralala, was soll ich denn jetzt machen? Mhm. Und ich hänge halt da und sie fühlt sich total beängstigt. Die hat richtig Angst. Sie müsste die Frau sofort in ein Frauenhaus gehen mit ihren Kindern und von dort aus alles in Ruhe regeln. Ja. Das wäre das Beste. Ich weiß es nicht, weil ich hänge genau dazwischen. Ja, kann ich schon verstehen. Ja, ja, sicher. Ja. Ich meine, ich weiß, dass er... Ich meine, weißt du, letztendlich muss sie natürlich die Entscheidung treffen. Man kann sie nicht mit Gewalt da rausziehen. Aber wenn man eine Freundschaft hat und dann auch eine Loyalität verspürt der Person gegenüber und man sieht schon, wie schlecht es der Frau geht, finde ich, dass man ihr sagen muss. Und man sollte ihr vielleicht auch nur eine Hilfe an die Hand geben, dass man sagt, pass auf, wenn du jetzt unter was unternimmst, hier ist eine Telefonnummer, hier ist eine Adresse, da kannst du hinfahren und da bist du in Sicherheit erstmal. Ja. Und dann muss sie es aber selbst für sich entscheiden, ob sie es macht. Aber meinst du denn, ich soll ihr das überhaupt sagen? Ja, ich finde schon, das meinte ich ja gerade damit. Ich finde schon. Weil es ist so, wo ich sage, das ist so mein Zweifel, den ich habe. Jetzt Angst, da jetzt was zu sagen und nein, weiß von nichts.
sie denkt sich so, ach ja, der liebt mich ja hin und her. Ich bin jetzt diejenige, die den Fehler macht. Und ich möchte jetzt nicht irgendwas ins Rollen bringen, was ja das vorher wahrscheinlich gar nicht gewesen ist. Wichtig ist natürlich, dass du das auch definitiv wirklich weißt, ne? Dass das ja nicht nur Vermutungen das sind. Das weiß ich. Ich weiß 100%, da kann ja ich auch meine Hand für ins Feuer legen. Ja. Ich weiß, dass es so ist. Ja, dann finde ich, dass man das sagen sollte. Ich finde, man muss es sagen. Ja? Ja, finde ich schon. Das ist fast schon eine moralische Verpflichtung. Aber wenn die Frau in der Tat Angst hat und der ein brutaler und aggressiver Kerl ist, dann ich möchte, dass du gleich mit meiner Psychologin noch mal ein paar Worte redest. Nicht wegen dir, sondern sie soll dir noch mal ein paar Adressen und Telefonnummern an die Hand geben, die du dann deiner Freundin weiterreichen kannst. Ja. Nämlich von einem Frauennotruftelefon, Frauenhaus und sowas in der Gegend, da wo ihr wohnt. Ja, prima. Und dann soll sie es entscheiden, was sie macht. Ich finde schon. Ich nenne das nicht Verrat. Ich finde, das ist fast schon eine Pflicht, das zu machen. Ja, ich war mir nicht so ganz so sicher, was jetzt damit ist, ich Verrat hin und her. Ja. Weil ich denke mal, ich hänge also an beiden gerne und ich möchte aber jetzt auch nicht zwischen den beiden so einen Keil schieben oder so. Weißt du, Yvonne, ich kann dich aber auch schon gar nicht verstehen, wenn du sagst, ich hänge an beiden. Ich würde, wenn ich du jetzt wäre und ich wäre mit diesem Pärchen befreundet, ich würde nicht an dem Typ hängen, weil mich das wütend machen würde, wie der mit der Frau umgeht. Geht es ja, aber ich meine, mir zuliebe ist er nun mal auch wieder ganz nett, wenn ich weil er scharf auf dich ist. Ja gut, aber ich meine, ich bin wieder, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich meine, das sehe ich wieder anders, weil ich sage mir so, das interessiert mich nicht, was der jetzt von mir will. Mhm. Aber wenn ich jetzt, zum Beispiel, wenn wir jetzt unsere Wohnung am Renovieren sind, das für die sind unermesslich, dann kann ich sagen, dann ist er für mich ein guter Freund. Und hilft dir und so weiter. Und der hilft mir genau. Und dennoch, man muss immer auch sehen, was für Taten auf der anderen Seite stehen, der Frau gegenüber. Schlägt er die Frau, weißt du das? Ja. Weißt du das? Was denn? Schlägt er die Frau? Die Frau nicht, aber die Kinder. Mhm. Ja, und das ist auch, wo er hat mich vor 2 Tagen angerufen, da waren wir gerade in Paris und dann sagt er zu mir, ja super, es ist jetzt aus und vorbei, ich habe jetzt den Tim am Hals gehabt, hin und her, das ist also der älteste Sohn von denen, weil er von früher her das von seiner Kindheit her nicht verarbeitet kriegt, aber dann sage ich mir nach 8 Jahren, hallo? Mhm. Ne? Ich kann nicht nach 8 Jahren hingehen und kann sagen, so plötzlich packe ich mein Kind mal im Hals und sage dem, weil es mir gerade nicht gut geht oder was. Ja. So, wir machen das so wie gerade vorgeschlagen. Wir rufen dich nochmal an, das heißt meine Psychologin, und versorgt dich mit den entsprechenden Informationen. Wünsche ich, dass du das Richtige tust. Alles klar. Alles Gute. Viel Gutes noch für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Ja, tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr euch anmelden wollt für Samstag, für meinen Promi-Talk mit Jasmina Filali, dann könnt ihr mailen unter domian@wdr.de. Wir starten die Sendung am Samstag um 23.45 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Jasmina Filali, Star aus Die Rote Meile und derzeitige Lebensgefährtin von Thomas Helmer. Mona, 24. Hallo Mona. Hallo Mona. Ja. Oh, das ist aber ein schwerer Atmer. Hallo. Hallo, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, kannst du noch ein bisschen näher ans Telefon gehen? Dann höre ich dich. Du klingst so weit weg. Besser? Ja, ein bisschen besser schon, ja. Ist ein Handy, deswegen ist es ein bisschen schwierig. Ja, ich merke schon. Mona. Ja. Stehst du vor einem Verrat oder bist du verraten worden? Nein, mein Verrat liegt schon ein paar Jahre zurück. Dein Verrat? Ja, und zwar habe ich damals meinen Vater verraten. Also ich habe ihn angezeigt, weil er mich missbraucht hat. Mhm. Und er ist auch verurteilt worden. Ja, wie alt warst du, als du ihn angezeigt hast? Ich war 15, als ich ihn angezeigt habe, und als die Gerichtsverhandlung war, war ich 16. Ja, wie lange hat er dich missbraucht und in welchem Alter? Das fing im Kleinkindalter an. Also das ging, bis ich halt dann von zu Hause weggegangen bin. Wann bist du weggegangen, in welchem Alter? Mit 15. Mit 15. Das heißt im Prinzip, dein ganzes Leben zu Hause ist das passiert. Ja. Könntest du bitte den Fernseher und das Radio ganz leise drehen oder den Ton abschalten? Ton ist aus. Ja, irgendwas ist da noch im Hintergrund. Also es ist eigentlich alles aus. Ja. Hat deine Mutter irgendetwas damals mitbekommen? Ich denke schon, aber sie hat nie was gesagt und sie hält bis heute noch zu ihm. Er ist zu 5 Jahren verurteilt worden und hat 2,5 Jahre abgesessen und durfte dann entscheiden, ob er die 5 Jahre voll absitzt oder ob er dann nach Amerika zurück ausgewiesen wird. Mein Vater ist Amerikaner. Mhm. Und er hat sich halt dafür entschieden, ausgewiesen zu werden. Und meine Mutter ist dann hinterhergegangen. Und du hast keinen Kontakt mehr zu denen? Zu meiner Mutter mittlerweile schon. Lebt sie noch mit ihm zusammen? Ja. Mhm.
Wie kam das denn, dass du damals mit 15, das ist ja auch ein Schritt, da bist du freiwillig von zu Hause weggegangen? Ja, nachdem ich halt ziemlich viel Drogen auch genommen habe, mich ständig besoffen habe mit Wodka und solchen Sachen, die ich irgendwie gemerkt habe, dass es nicht mehr weitergeht, habe ich dann halt für mich entschieden, dass ich gehen muss. Und wohin bist du gegangen? Ich bin erst zu meiner Tante, habe ihr alles gesagt und meiner Oma auch. Und die haben dann das Jugendamt informiert und ich bin dann in eine Jugendschutzstelle gekommen. Hat die Oma und die Tante, haben die dir geglaubt? Ja. Die haben dir geglaubt. Mhm. Ja. Und dann kam das Ganze ins Rollen, wie du es gerade beschrieben hast, mit Anzeige, Gerichtsverhandlungen und so weiter. Ja, genau. Ich war dann im Heim. Hat er sich... ich meine, das ist ja schon wieder so unglaublich, sich das vorzustellen, ein Kind von frühester Kindheit an bis zu seinem 15. Lebensjahr zu missbrauchen. Ja. Das heißt, du hast gar nichts anders gekannt, ne? Du bist so aufgewachsen. Ja. Dadurch habe ich halt heute auch noch viel Schwierigkeiten. Ich war verheiratet, ja. Bin jetzt getrennt und werde halt bald auch geschieden und hatte jetzt auch einen Freund seit einem Jahr und das ist auch alles in die Brüche gegangen. Warst du das einzige Kind deiner Eltern? Nein, ich habe 3 jüngere Brüder. Weißt du, ob er mit denen auch etwas gemacht hat? Nein, da bin ich mir sicher, dass er das nicht getan hat. Ist das damals, als du zu Hause warst, fast täglich oder wöchentlich vorgekommen? Also öfter in der Woche. Nicht täglich. Manchmal, wenn er Arbeit hatte, war er auch auf Montage und dann war er halt am Wochenende nur zu Hause. Aber wenn er halt zu Hause war und irgendwie meine Mutter einkaufen war oder sonst irgendwas. Welche Empfindungen hast du heute deinem Vater gegenüber? Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich kann ihn bis heute nicht hassen. Das heißt, du konntest ihn noch nie hassen? Nein, ich weiß nicht warum. Ich bin einfach nur unglaublich wütend auf ihn. Aber ich kann ihn nicht richtig hassen, weil er ist ja immer noch mein Vater. Wie hat er sich eigentlich bei der Gerichtsverhandlung verhalten? War er geständig und reuig? Nein, gar nicht. Er hat alles abgestritten? Ja, er beteuert bis heute noch, dass er unschuldig ist und seine Freunde und meine Mutter glauben ihm natürlich. Aber dennoch ist er verurteilt worden, rechtskräftig? Ja. Ja. Ich bin wirklich immer so fassungslos. Ich habe es ja gerade vorhin in einem Gespräch auch schon gehört, wenn dann selbst die eigene Mutter auch das nicht glaubt. Das muss doch für dich auch eine Zusatzkatastrophe sein nach der Katastrophe mit dem Vater. Ja, ich versuche halt im Moment das Ganze mit Therapie ein bisschen aufzuarbeiten, aber da komme ich auch nicht weiter. Hat er dir eigentlich damals gedroht, wenn du irgendetwas sagst, dass er... Er hat immer gesagt, ich habe dich in dieses Leben reingebracht, ich bringe dich auch wieder raus. Also er hat gesagt, wenn ich in den Knast gehe, ich werde dich suchen, ich werde dich finden und dann war es das. Hast du hinterher Angst gehabt, als er dann im Knast war und danach, dass er dir was antut? Ich habe bis heute noch Angst. Bis heute? Er weiß, wo du wohnst? Ich denke schon, ja. Könnte er denn so einfach einreisen jetzt in Deutschland oder wäre das kompliziert? Nein. Nee, das nicht. Nein, er hat eine absolute Sperre, also er darf nach Deutschland nicht rein. Das heißt, das gibt dir schon so eine gewisse Sicherheit? Ja, ein bisschen schon. Und du sagst, du hast Kontakt mit deiner Mutter? Ja. Ich habe 2 Töchter und... Ach, du hast schon 2 Kinder? Ja. Meiner Ehe halt. Und meine Mutter schickt ab und zu mal Geschenke und ruft an und fragt, wie es den Kindern geht. Könntest du dir vorstellen, dass deine Mutter... auch irgendwie ein schlechtes Gewissen hat? Ich denke schon, aber sie würde es nie sagen. Könntest du dir vorstellen, deiner Mutter irgendwann zu verzeihen? Ja, schon. Weil irgendwie, denke ich, sie kann ja auch nichts dafür. Er ist ja derjenige, der das gemacht hat und nicht sie. Naja, aber sie hätte ja die Konsequenz ziehen können und sagen, Mensch, das hast du meinem Kind angetan, ich will verschwinden aus meinem Leben. Dafür ist meine Mutter zu schwach. Sie ist total abhängig von ihm. Hat sie so oft verprügelt und so klein gekriegt. Die anderen Geschwister, sind die mit nach Amerika gegangen? Nein, also die sind hier gewesen. Also die sind auch im Heim und in Pflegefamilien untergebracht worden. Hast du Kontakt zu denen? Ja. Und glauben die dir? Also direkt gesagt haben sie es mir nicht, aber ich stehe halt auch im guten Kontakt zu ihren Freundinnen. Und ich denke schon, dass sie das irgendwie denken, dass es wirklich so war, aber sie kommen da selber nicht mit klar.
ich habe gerade auch so ein bisschen zusammengezuckt oder bin zusammengezuckt, als du am Anfang das erzählt hast, was du getan hast. Ich finde auch in diesem Fall das Wort Verrat gar nicht angemessen. Nach dem Motto, ich habe meinen Vater verraten. Das klingt fast schon so negativ. Das war ja genau das, was das Richtige, was du tun konntest und musstest, ihn nämlich anzeigen. Ja, irgendwie weiß ich das auch, aber ich habe damals meine Brüder im Stich gelassen, weil ich war eigentlich die Einzige, die sie noch ein bisschen vor ihm beschützt hat. Ah, wenn er sie verprügelt hat, bin ich dazwischen gegangen und habe selbst die Sprügel eingesteckt und als ich weg war, konnte ich sie nicht mehr schützen. Ja, aber vielleicht war es auch in letzter Sekunde ein Akt des Selbstschutzes deiner Person. Vielleicht wärst du völlig kaputt gegangen. Du warst ja schon kurz davor, offensichtlich, wie du es gerade beschrieben hast. Ja, das stimmt. Gibt es da etwas in dir, was wo du sagen würdest, ich bin mir nicht so ganz mit mir im Reinen, ob das gut war, was ich damals getan habe? Ja, immer noch. Immer noch? Mhm. Also ich weiß schon, dass wenn ich das nicht gemacht hätte, wenn ich ihn nicht angezeigt hätte, wäre ich kaputt gegangen und hätte mich irgendwann umgebracht. Mhm. Aber und deshalb war es richtig und gut, dass du es gemacht hast. Und man kann dankbar sein, dass du mit als 15-jähriges Mädel die Kraft gehabt hast, das zu machen und da wegzugehen und dich deiner Tante und Oma anzuvertrauen. Da kann man nur froh und dankbar sein, dass es so gekommen ist. Ja, aber hätte ich vorher gewusst, was für eine Lawine da ins Rollen gekommen ist, ich weiß nicht, ob ich das dann gemacht hätte. Vielleicht ging durch die ganze Presse und meine ehemaligen Lehrer und andere Mitschüler, wenn ich denen begegnet bin, die haben mich immer drauf angesprochen und In welcher Art und Weise haben die dich angesprochen? So voyeuristisch oder im Sinne von mitfühlend oder wie? Verschieden. Teilweise mitfühlend, aber ich wollte ja nicht in ihr Mitleid. Mhm. Als ich jemanden gebraucht habe, der mir hätte helfen können, waren nur meine Oma und meine Tante da. Mhm. Von allen anderen hat man dann nur gehört, ja, geahnt haben wir das, aber wir wussten ja auch nicht, was wir sagen sollten. Und wir wussten ja auch nicht, wie wir dir helfen konnten. Und achso, die haben gesagt, wir haben es geahnt. Ja. Mhm. Wenn die das schon geahnt haben, dann hat die Mutter das aber handfest geahnt. Ne? Ja, weil eigentlich auch. Mann, oh Mann, oh Mann. War die Mutter manchmal in der Wohnung, wenn er es gemacht hat? Ja. Im Nebenzimmer oder so? Ja, dann war sie vielleicht gerade am Schlafen oder am Wäsche waschen oder sonst irgendwas. Die Oma, ist das die Mutter von deiner Mutter oder die Mutter von deinem Vater? Ja, das war die Mutter von meiner Mutter. Ja. Ist die nicht auch ganz empört über ihre eigene Tochter, dass die nicht wiederum zu ihrem Enkel steht? Ja, das stimmt. Mhm. Also meine Oma ist mittlerweile gestorben und sie hat meiner Mutter ganz knallhart auch gesagt, dass sie das überhaupt nicht verstehen kann. Ja. Also ist die Oma schon für dich eine wichtige Bezugsperson gewesen? Ja, war sie. Ja. Mhm. Traurige, schlimme Geschichte. Dennoch bin ich sehr froh, dass du es getan hast, Mona. Und weil es wahrscheinlich die letzte Rettung war. Die Rettung in letzter Sekunde damals. Ja, für mich selber mit Sicherheit. Ja, dennoch hast du heute immer noch an den Folgen zu tragen. Das ist auch nachvollziehbar, wenn man sowas erlebt hat. Ja. Ich würde dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Möchtest du das? Ja, gerne. Ja, Elke ist das heute Nacht. Dann legst du auf und die Elke ruft dich an. Ich wünsche dir alles Liebe von Herzen. Einen schönen Abend noch. Dankeschön, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer, die E-Mail-Adresse ist domian@wdr.de. Michael, 43 Jahre. Hallo Michael. Ja, hallo. Hallo Michael. Es ist gut, nett, dass ich endlich mal durchgekommen bin. Ja. Ja, es hat ein bisschen gedauert, ja. Und dann zum Thema Verrat. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt nicht ein bisschen, benutze, dieses Thema Verrat. Also, ich habe 1983 meine Frau geheiratet. Mhm. Und während der Zeit hat die halt festgestellt, dass sie lesbisch ist. Mhm. Wie lange wart ihr verheiratet? Ja, also die Scheidung war jetzt im Mai. Ach so, so lange. Mhm. Ja. Also über 20 Jahre. Insgesamt über 20 Jahre, ja. Getrennt sind wir seit 1998. Mhm. Mhm. Also sie hat mir das 1995 gesagt. Mhm. Mhm. Wie bist du damit umgegangen? Ja, das ist nicht so einfach,
sage ich mal einfach so. Das ist mir völlig klar, dass es nicht einfach ist. Also grundsätzlich sage ich mal, ja, ich liebe sie heute noch. Ja. Ja, es ist nur so, dass sie das anscheinend nicht erwidern kann. Offensichtlich nicht, wenn sie sagt, dass sie lesbisch ist und ja. Ihr schon seit so vielen Jahren getrennt seid und ja sogar geschieden. Ja. Was ist denn jetzt eigentlich der Grund deines Anrufes? Dass du sie noch immer liebst? Ja, letztlich vielleicht schon, ja. Ja? Und das mit dem Verrat kriegen wir nicht so hingebogen, oder wie? Ja, ich weiß nicht, ob das ein Verrat ist. Ja, was soll ich jetzt sagen? Du musst es mir erklären, sonst kann ich es nicht verstehen. Wenn du sagst, ich weiß nicht, ob das ein Verrat ist, dann sag mir mal, was denn? Ja, ich meine, wir hatten uns irgendwann mal geschworen, sag ich mal, bis zum Lebensende. Mhm. Hallo? 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 Michael? Die Leitung ist sang- und klanglos verschwunden. Dann machen wir weiter mit der Steffi. Und Steffi ist 25. Hallo Steffi. Hallo. Hallo Steffi. Hoffentlich werden wir nicht getrennt von unserem Computer hier. Genau. So, Steffi, 25 Jahre bist du alt? Genau. Mhm. Also es gibt... Ja? Und auch zum Thema Verrat hast du dich gemeldet. Genau, genau. Und zwar war es so gewesen, das Ganze war vor 3 Jahren ungefähr. Mhm. Da bin ich mit meiner besten Freundin in den Urlaub gefahren, hatte da was mit einem Animateur gehabt. Mhm. Dann sind wir wieder zurück aus dem Urlaub gekommen und ich hatte da so seit 2 Jahren so eine Geschichte, das ging hin und her mit so einem Typen, das war nichts Festes, es war halt so eine, ja, so eine Bettgeschichte gewesen. Ja. Und dann hatte ich ihm das halt erzählt, was da halt im Urlaub war. Er war geknickt gewesen, sauer auf mich. Mhm. Und nach einer Zeit hatten wir uns wieder angefreundet. Die ganze Sache war geklärt gewesen. Und ich hatte leider auch damals was mit seinem allerbesten Freund gehabt. Oh, du warst ja in allen Betten zu Hause. Ja, also, ja. Der Animateur, der einen die Sexbeziehung, der Freund von der Sexbeziehung. Genau, also ich hatte ziemlich viel Spaß gehabt. Ich merke schon, ja. Und sie wusste halt über alles Bescheid. Die Freundin. Und genau, die Freundin, die damalige beste Freundin. Die damalige beste Freundin. Genau. Und sie fand ihn wohl auch ganz toll. Meine zweijährige Bettgeschichte. Ach so. Man muss ja bei dir fragen, um wen es jetzt geht. Ja, genau. Also die Freundin fand die zweijährige Bettgeschichte auch ganz schnuckelig. Ja, genau. Nur das wusste ich nicht. Und dann hat sie die ganze Geschichte, was halt war mit diesem besten Freund und dem Animateur nochmal, hat sie ihm dann alles brühwarm erzählt. Wobei du das von dem Animateur ja auch erzählt hattest. Genau, genau. Aber sie musste das Ganze dann halt nochmal so Salz in die Wunde streuen. Und in allen Einzelheiten. Genau, genau. Und das... So sind dann Frauen, wenn sie ein Ziel verfolgen. Hm? Ja. Sie war richtig böse. Sie hatte dann ihm alles erzählt, auch mit diesem besten Freund von ihm. Er war stinksauer auf mich gewesen wieder. Kontakt völlig abgebrochen. Und dann habe ich so gehört, so dass er sie dann im Nachtdienst besucht hatte, so auf der Arbeit besucht hatte und so. Und letztendlich war es dann so gewesen, dass wir auf irgendeiner Geburtstagsparty waren. Ich bin extra nicht mit hingegangen und sie saß dann am nächsten Tag bei mir und meinte nur so, ja, ich muss dir was erzählen. Ich hatte was mit ihm. Mhm. Und ich stand da halt als Buhmann da. Sie hatte das Ganze ausgenutzt, um an ihn ranzukommen, mich bei ihm völlig schlecht zu machen und ja. Also sie hat den Verrat ausgeübt, ne? Ja, genau. Ganz brutal, ne? Genau. Aber weißt du, was ich nicht verstehe an der Geschichte ist, letztendlich war es doch wurscht. Du warst doch nicht in einer Beziehung mit dem Typ, sondern es war nur so eine Sexbeziehung. Ja, hättest ihm doch egal sein können, wenn du mit jemand anderem noch, und dir hätte es egal sein können, wenn deine beste Freundin auch mit dem. Warum habt ihr euch dann so aufgeregt? Ja, also das war schon so, also für mich war das schon so eine Beziehung zwar mit ihm, aber das war nie so eine ausgesprochene Beziehung, dass man fest zusammen ist. Mhm. Also es wusste zum Beispiel eigentlich jeder von seinen Kumpels, dass
ja, da mich ja keiner anfassen sollte oder sonst irgendwas. Ach so, dann ging das schon über so eine reine P-Punkt-Beziehung hinaus. Genau, so ein bisschen, genau. Ne? Ja, ja. Mhm. Genau, ja. Und wie gesagt, sie hatte das Ganze dann ausgenutzt, mich dann ganz schlecht darzustellen, um sich dann an ihn ranzumachen. Ja. Und was war die Folge dann davon? Hast du diese sexuelle Beziehung, ist die kaputt gegangen zu dem Freund? Das ist komplett kaputt gegangen. Also das ist komplett kaputt gegangen und wahrscheinlich auch die Beziehung zu deiner Freundin. Ja. Also das hat sich, also das war ein reines Chaos gewesen. Wie hast du das denn überhaupt rausgekriegt, dass sie so gegen dich intrigiert hat? Wie hast du das rausgekriegt? Also ich hatte so ein dummes Gefühl gehabt. Ich habe sie versucht anzurufen, weil ich habe dann von ihm eine SMS bekommen. Ja. Du ... schau mir ja nie wieder ins Gesicht. Oh. Wo ich dann dachte, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Hab sie gleich versucht anzurufen, sie ging nicht ans Telefon und so. Wo ich schon dachte, da stimmt irgendwas nicht. Das kann er nur von ihr haben. Genau. Mhm. Und dann hatte ich sie irgendwann am Telefon gehabt und sagst so, hier, was ist denn los? Hast du dem irgendwas erzählt? Ich habe gerade die Nachricht bekommen und so. Und sie so, nee, überhaupt nicht, nee, ich habe ihm gar nichts erzählt. Und im Nachhinein habe ich dann erfahren, als er mir diese Nachricht geschrieben hatte, saß er bei ihr auf der Couch und sie hatte es in dem Moment alles erzählt und... Also es war richtig, richtig übel. Gab es denn nochmal so einen richtigen Zickenkampf zwischen euch beiden Frauen? Richtig. Ja. Also ich habe sie beschimpft als das Übelste und überhaupt. So, wenn man von der besten Freundin denkt, da könnte man alles erzählen, aber nee, war nicht so. So ein bisschen Desiree Nick-mäßig ging es dann zu zwischen euch beiden. Wie? Du guckst nicht Dschungelcamp, oder? Nee, guckst du nicht. Nee, danke. Na, es gibt ja die Sendung bei RTL im Moment, ich bin ein Star, holt mich heraus. Mhm. Und da ist eine Frau, die heißt Desiree Nick. Ja, die kenne ich. So, und das ist die absolute Oberzicke in dem Camp und alle hassen sie und alle streiten sich. Und so habe ich mir das gerade vorgestellt. Aber wenn du das nicht kennst, können wir darüber auch gar nicht jetzt plaudern. Nee, sowas gucke ich nicht. Nee. Aber das ging richtig, richtig her. Also das waren Beschimpfungen und alles gewesen und wo komplett die Freundschaft zu ihr abgebrochen ist und die Freundschaft zu ihm abgebrochen ist. Und ich bin dann noch so ein herzensguter Mensch, die kam dann zu mir und sagte dann so, ja, wir hatten was miteinander, auch noch ungeschützt und bla bla bla. Und ich, blöde Kuh, fahr noch mit ihr in die Uniklinik, in die Gyn-Abteilung, um mit ihr noch die Pille danach zu holen und lauter so ein Kram. Aber wie, das verstehe ich dann aber nicht. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da so ein herzensguter Mensch, wo ich dann immer noch an das Gute im Menschen glaube. Und dann bist du mit ihr in die Uniklinik gefahren und hast sie umsorgt und betüttelt. Ja, genau. Und in dem Moment rief er dann aber auch noch an, als wir im Auto saßen. Das ist ja wie im üblen Film. Ja, also ich kam mir richtig, richtig schlecht vor. Und danach, ist es denn dann endgültig zerbrochen zwischen dir und ihr oder hast du... Ja. Also ich hab mit ihr gar keinen Kontakt mehr, also... Ich wünsche ihr das Übelste der Welt, dass es ihr genauso mal geht, wie es mir geht. Also, aber hallo. wenn Frauen hassen, das kann so böse sein. Das ist richtig böse. Frauen können so hassen. Ja. Das ist noch schlimmer als Männer. Ich kann dann aber auch richtig böse sein. Ja, ich weiß. Ihr könnt dann so biestig sein, ne? Und so lang, das kann auch lange anhalten, ne? Ja. Ist jetzt dein Vertrauen in die Frauenwelt erschüttert, von wegen gute Freundin und so? Nein, also ich bin hier nach Mainz gezogen und so und wohne hier schon seit 5 Jahren, habe hier die besten Freunde, wo ich wirklich weiß, bei denen kann ich was erzählen, das bleibt bei denen und also hier den besten Freundeskreis und da, wo ich vorher war, alles abgebrochen und... Aber ist man nicht dann dennoch so ein bisschen auf der Hut, gerade was Frauen anbelangt, dass einem sowas vielleicht dann nicht wieder passiert? Und man ist, bist du dann nicht ein bisschen skeptischer und vorsichtiger? Bei den Leuten, mit denen ich jetzt zusammen bin, nicht. Weil das sind auch Arbeitskollegen, da trifft man sich dann abends noch, hetzt über die Männerwelt und... Heißt alles nichts. Doch, bei denen schon. Bei denen weiß ich, da kann man durch dick und dünn gehen. Ja, das ist ein gutes Wort. Aber wie gesagt, also das war vor 3 Jahren, da habe ich gedacht, wenn ich die irgendwo erwische, dann sieht's böse aus. Schlag sie nieder, wirklich. Jo, Steffi, bist du im Moment in der Beziehung? Nee, Single seit Ewigkeiten, aber glücklich damit. Na gut, dann soll's... Dann wird mitgenommen, was geht. Aber es soll sich ja nochmal ändern irgendwann. Ja, ich denke schon. Wir wollen dich unter die Haube kriegen noch. Ja, ach, ich bin noch jung, das geht noch. Sehe ich auch so. Keine Torschusspanik. Nein, noch nicht. Alles Liebe, alles Gute nach Mainz. Gut, danke. Tschüss. Bis dann, tschüss. Da fällt mir übrigens ein, dass wir haben noch überhaupt nicht in dieser Sendung über Ich bin ein Star, holt mich heraus gesprochen. Wie ich euch alle einschätze, guckt ihr das doch auch. Oder viele von euch.
Und ihr habt doch sicher auch eure Meinung dazu. Können wir ja morgen vielleicht ein bisschen drüber plaudern, wenn ihr Lust habt. So, jetzt haben wir 1.59 Uhr. Die Sendung ist gleich rum. Ich sag euch nochmal einen Hinweis, unseren Hinweis auf Samstag. Samstag ist eine schöne Frau bei mir, eine wunderschöne Frau, nämlich die Schauspielerin Jasmina Phil Ali. Sie wird bei mir sein im WDR Fernsehen um 23.45 Uhr. Ihr könnt anrufen, wie immer, am Samstag und euch mit meinem prominenten Gast unterhalten. Die Jasmina ist der Star der ehemaligen Sat.1-Fernsehserie Die Rote Meile und derzeitige Lebenspartnerin von Thomas Helmer. So, das am Samstag. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Vielleicht unterhalten wir uns über den Dschungel. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sage tschüss, bis morgen. Bye, bye. Freitag, der 5. November, es ist 2 Uhr. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Paris. Der schwerkranke Palästinenserpräsident Yasser